Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline und der Sam Fischer sind am Start für ein kleines Let's Play Splinter Cell Blacklist. Und wie ist der Status? Sam! Ja? Sag Bescheid, wenn Verbesserungen am Flugzeug nötig sind. Glaub mir, Mädel, hier ist alles super an Deck. So, wir können jetzt mal Daten angucken, wie wär's? Wir haben ja gestern gleich schon. Ich kann mir keine Daten anschauen. Ist anscheinend kaputt. Hey. Okay. Wo hatten wir es? Wir hatten es ja hier in diesem. War es hier oder? So in diesem Computerraum. Hi, Digga. Hey, Charlie. Oh, hey. Gute Arbeit, der Hack des Mobiltelefons. Ach komm, das war gar nichts. Mit etwas mehr Zeit und einer besseren Verbindung, da hätte ich... Konzentrier dich auf die nächste Mission. Ausrüstung anpassen. Sam Fischer, Ausrüstung. Also mir gefällt ja... Im Endeffekt dieses diese Waffe ganz gut, aber ich würde mal gerne das Ding hier abnehmen, das Elite-Zielfernrohr, weil mich das schon ein bisschen gestresst hat. Wir lassen das mal. Und ansonsten von dem will ich irgendwie nichts nehmen, wenn wir uns halt die Farbers mal gönnen, wenn es soweit ist. Ich weiß nicht, wie wir die hier freischalten können. Ich muss den hier kaufen, um den hier kaufen zu können. Das ist natürlich relativ witzlos. Die will ich haben. Oh. Die ist sie kaufen, Alter. So ein Scheiß. Honeybagger. Ach du Kacke. Okay. Spezialwaffe. Okay. Pistole. Und die hier. Die hier haben. Kauf zum Freischalten vergangenes Gegenstand. Müssten wir das den hier holen, damit wir den hier kaufen können. Der kostet wahrscheinlich dann 30.000 oder so, ey. Ne, wir sind mit der Pistole ganz gut in Ordnung. Upp. Das wär's erstmal. Grimm will, dass ich mir irgendwelchen Mist über Einsatzprotokolle reinziehe. Ah. Ja, man hat's nicht leid als Supergenie. Da haben wir wieder diese Rüstungsanpassungsgedünse. Aber jetzt sehe ich mal gerne, was mal. Hey, Charlie. Hey, Sam. Was ist denn hier Charlie-Mission? Woran arbeitest du, außer Grimm zu nerven? Ich finde alles über unsere Freunde raus. Ich habe meine Äuglein überall. Sehen die mehr als das SMI? Keine Ahnung, aber wir werden es bald wissen. Einer meiner Freunde ist ein Pakistani, der im Jemen lebt. Er hat bei der Botschaft einen toten Briefkasten eingerichtet. Einen toten Briefkasten? Hat er eine E-Mail-Phobie? Die Daten sind zu heiß. Er hat mir gesagt, dass Leute danach suchen würden. Vertraust du ihm genug, um mich reinzuschicken? Ja. Ja, das tue ich. Dann an die Arbeit. Dann machen wir's mal. Achso, es ist scheinbar so ein... Ich weiß nicht, ob man jetzt zweit spielen kann oder ob man jetzt... man die nicht zur Zeit spielen muss, oder ich habe keine Ahnung. Ich werde die zwei Spieler Missionen will ich ja gerne mit einem Kumpel machen. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Dann werde ich mal demnächst mal meinen Kontakt mal wieder zuholen. Was war's denn jetzt? Daten sammeln? Wohin? Okay, cool.
Ja, wir geben uns da jetzt mal wieder auf. Briggs, ist alles okay? Sicher. Weiß nur nicht, wie ich das mit Benghazi der CIA erkläre, wenn ich wieder da anfange. Bis das soweit ist, kräht kein Hahn mehr danach. Hoffen wir's. Briggs Mission, zwei Spieler, da brauchen wir. Das wär's erstmal. Ich helfe jetzt Grimm. Sie will eine von Corbins Informationen überprüfen. Da brauchen wir auf jeden Fall meinen Kollegen. Und du, Tante? Gab es großen Stress nach der Benghazi-Nummer? Wir müssen Corbin heil zurückbringen, wenn wir fertig sind. Ist er nützlich? Er ist ein Drogenfreak, total angepisst und eine Nervensäge. Aber ich glaube, er hat gute Informationen. Halt mich auf dem Laufenden. Bevor ich's vergesse, sag, wenn du Flugzeugverbesserungen willst. Hier kann noch einiges optimiert werden. Es war dieses Jahr, diese Grimm-Mission. Wenn man die zu zweit spielen kann, möchte ich auch gerne so zu zweit nutzen irgendwie, aber... Gute Arbeit, Grimm. Ich gehe die Infos von Corbin durch. Wir sehen uns nachher. Durchführen. Nachfragen bei dem Kollegen, wenn er sagt, ja, komm, können wir machen. Dann werden wir die Mission mal an den Start nehmen. Soll jetzt erstmal wieder ICQ-Nummer eingeben. Bin ich jetzt richtig? Nein, hier bin ich falsch. Und beweg dich mal ein bisschen. Ein Stück. Ich weiß nicht, was ich hier soll, wieso ich hier hinkommen kann. Oh, kann ich hier hoch? Ah, ich kann hier hoch. Hey, und das bringt mir absolut gar nichts. Das ist ja schön. Super, dass ich hier hochklettern kann, ohne dass es mir was bringt. Toll. Haben wir es auch schon mal geklärt. Beweg dich, ich will den Typen noch ansprechen. Sinkflug, Landeklug ausgefahren. Dad. Woher wusstest du, dass ich es bin? Du bist der Einzige, bei dem redigiert als Anruferkennung übertragen wird. Ach, ich muss Charlie mal darauf ansetzen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wegen dieser Blacklist-Sache sind alle nervös. Aber ich weiß, dass du dich darum kümmerst und alles in Ordnung kommt. Gib mein Bestes. Was meinen die mit Amerikas Konsum? Keine Ahnung. Genau das wollen wir rausfinden. Die im Fernsehen stellen die wildesten Spekulationen dazu an. Von mir aus sollen sie ruhig. Hab dich lieb, Kleine. Ich dich auch, Dad. Ja, das war der emotionale Tiefpunkt des Tages. Hier komme ich nicht hoch. Oh, sind da keine Kisten, die mir den Weg versperren? Das ist natürlich scheiße. Gucken, ob jetzt hier ICQ-Nummer, E und je. Wollen wir mit unserem Gefangenen sprechen. Bequem? Ist wie im Rattenkäfig. Hab mich gestellt, damit ich sicher bin. Du fühlst dich nicht sicher? So wie jeder, der nicht wenigstens 5 Kilometer von dir weg ist, Fischer. Je eher du mir sagst, was du weißt, desto eher bist du weit, weit weg. Ist das eine Drohung? Oder ein Versprechen? Ach, jetzt können wir da auch noch Mission anstellen, oder was? Ach du Scheiße. Das wär's erstmal. Nun, falls dir noch was anderes einfällt, um mich zu verarschen. Du weißt, wo ich bin, Fischer. Wir sollten nur ein paar Uno-Karten vorbeibringen. Dann werde ich ein bisschen spielen. Ich werde mal meinen Kollegen, wie gesagt, bis nächste Woche mal darauf angesetzt, aber bis zum nächsten Mal darauf angesetzt haben. Er sagt, nee, mach alleine, dann mache ich die Mission alleine. Ansonsten kümmern wir uns jetzt erstmal um eine weitere Hauptmission. Würde ich sagen. So, abgeschlossen. Das ist eine Koop-Geschichte, ne? Nein. Das ist eine Koop-Geschichte. Oh, was haben wir hier? Im Dunkeln. Das ist noch 14 Stunden, 19 Minuten, 54 Sekunden.
Was ist das denn jetzt hier? St. Louis, M.O., malaysische Bedrohung. Was soll das sein jetzt? Kampagnenmission, 4E-Mission, alle Missionen, aktive Filter. Ja, machen wir das jetzt hier. Ladenbesitzer melden Umsatzrekorde bei bestimmten Artikeln. Die Supermärkte können den Bedarf an Grundnahrungsmitteln wie Milch, Wasser und Konserven nicht mehr decken. Andere Händler melden den Ausverkauf von Campingausrüstung, Waffen, Munition und Erste-Hilfe-Kästen. Ein Marktleiter sagte dazu, es liegt an Blacklist. Die Leute wollen vorbereitet sein. Und wo wir gerade davon sprechen. Überall wird darüber nachgedacht, wie diese geheimnisvollen Blacklist-Attacken wohl aussehen werden. Überschriften wie Amerikas Konsum und Amerikas Blut haben sowohl unter Bürgern als auch bei Fachleuten zu wilden Spekulationen geführt. Es steht fest, dass Amerikas Konsum für einen Angriff auf Amerikas Lebensmittelversorgung steht. Ich habe bereits letztes Jahr in meinem Buch Amerika am Boden darauf hingewiesen, dass sie eine große Schwachstelle ist. Aha, eine Besserwisserin. Okay. Folge den Spuren von Cobens Waffen und greife die Operationsbasis der Engineers an. Dann haben wir das doch. Ich hab geschlafen, Mann. Schon mal von den Genfer Konventionen gehört? Ich hab Rechte. Ich sag dir was. Wenn du ein Münztelefon findest, darfst du einen Anwalt rufen. Was Neues bei den Aufklärungsdaten? Ich versuche noch den Datenstrom abzugreifen. Ich brauch eine Minute. Entschuldigung, das Büro der Präsidentin meldet, dass 3 DevCrew-Teams einsatzbereit sind. Danke, Olli. Man soll auf unser Zeichen warten. Weißt du was, gib her. Von dort ist das Geld auf mein Konto gekommen. Ist überwiesen worden. Irgendwelche Infos zur möglichen 4. Position? Die Analyse wurde gerade beendet. Das Geld kam vermutlich aus Mirawa im Ostirak. Grim, ich bekomme keine Bilder. Okay, Sekunde. Wir zweigen Satellitenbandbreite der NRO ab. Das größte der 4 Lager, die wir gefunden haben, ist stark befestigt. Herhören! Wir können nur hoffen, dass Cobins Käufer in Mirawa ist. Ich wollte schon vor einer Stunde im Einsatz sein. Charlie, überprüf die Satelliten und markiere alle Waffen, Fahrzeuge und Männer im Lager. Ich will selbst über Erbsenpistolen informiert werden. Alles klar. Briggs, Überwachungsdrohne vorbereiten. Okay. Grim, sprich mit DevCrew. Die greifen die anderen Lager an. Wir übernehmen Mirawa. Keine Zeit für Vorbereitungen, Sam. Mission starten. Sobald wir über dem Lager sind, will ich im Einsatz sein. Du gehst alleine rein? Ist nichts Persönliches, lief mir so holprig in Benghazi. Ich will, dass du den Hubschrauber steuerst. Nicht, dass ich gefragt worden wäre, aber das da unten sind üble Penner, stimmt's? Wenn ihr die erledigen wollt, wieso werden sie dann nicht einfach weggebombt? Hast recht. Dich hat niemand gefragt. Uns geht's nicht um Leichen, sondern um Informationen. Schafft ihn weg. Auf geht's. Ich wollte nur... Okay. Ich finde die Stimme vom deutschen Synchrosprecher... Da wimmelt es nur so von Feinden. Rauch- und Haftkameras helfen dir bei der Orientierung, während du den Gegner verwirrst. Die deutsche Synchro von Vin Diesel finde ich richtig geil, ey. So, was? Ausrüstung, Rauchgranaten und Haftkameras. Sind beide ausgerüstet, Kollege. Ich habe auch den Trikopter, habe ich drin. Ah, ist alles. Rebellenstützpunkt, Mirawa, Irak. Folge den Spuren von Corbin Sachs, das haben wir schon. Fordert dich zu einem Punkt der Herausforderung auf Belohnung. Er hat mich herausgefordert. Der Schmuckele hat mich herausgefordert. Er weiß, dass ich schlecht bin, deswegen macht er das erst mit Absicht, ey. Der EMP. Unser Schreibling. Unser Bürohengst. Fallschirm geöffnet. Briggs, kannst du den Gegner unbemerkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Er ist tot. Ziel vernichtet. Das ist cool. Treffer. Hab ihn. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Was?
Was? Ich wurde von einer Wache entdeckt. Na, nice. Fallschirm geöffnet. Briggs, kannst du den Gegner unbemerkt ausschalten? Mache dir den Weg frei. Ziel vernichtet. Sam, du wurdest entdeckt. Das Lager wird gesperrt. Mission gescheitert. Weiß nicht mal, wo er ist, damit ich ihn irgendwie verfolgen könnte und die speziellen Wachen aus.